qualifizieren müssen und dann kommen auch die Vorqualifizierten. So, grüne Welter, ja Gerd, der muss überragend fliegen. Ja, aber das kann er, sieht man da in seiner persönlichen Bestleistung. 243 Meter, die Frage ist nur, ob Alexander Stöckel eben so viel Wert auf die Nominierung über das Skifliegen legt. Denn bei flach dran, jetzt kommt er noch ein bisschen Segel. Naja, das reicht noch nicht. Und Stöckel wird genauso wie Schuster auch bei der Quelle schon genau hinschauen. Ja, das sind nicht nur die Wertungssprünge. Ich wollte gerade eben noch sagen, bei Werner Schuster spielt ja zum Beispiel das Skifliegen gar keine Rolle in der